Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Was geht? Leute, heute reagiere ich auf ein Lied, was heute rauskam, ja. Und zwar reagiere ich heute auf das neue Lied von Takumi, ja? Hass oder Ruhm. Ich bin echt gespannt, wie das ganze Ding klingt. Ich habe tatsächlich einen kleinen Ausschnitt schon gehört, tatsächlich. Ja. Also wie gesagt, ich habe schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Ich kenne den Beat schon und den Einstieg in den Part kenne ich. Und da habe ich auch ihm schon was geschrieben. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange und starten direkt rein. Hass oder Ruhm von Takumi. Gib ihn böse. Atmen. Fuck, wo bin ich nur hier? All die Leere da draußen zwischen uns, nur mein Papier. Nicht mehr lange, Unterschussrettung naht. Keiner Baum für die Heuchler, Takumi ist am Start. Sieh dir die Welt an, alle streben nach Macht oder Ruhm. Sehen ihr Leben noch schlechter, aber haben nichts mit dir zu tun. Alle voller Hass, jeder nur noch Neid. Diese Welt steckt voller Leid, vielleicht ist es prophezeit. Okay, ich weiß nicht, sich auch so anhört jetzt gerade im Video, aber bei mir ist der Bass ein bisschen sehr stark. Das kann aber auch an den Kopfhörern liegen, da ich jetzt gerade wieder andere benutze. Ey, ich habe ihm das schon geschrieben, aber der Beat ist geisteskrank geil und der Einstieg ist auch sehr, sehr stark in den Part rein. Also, ich muss ehrlich sagen, so, ich höre wenig Rap, sage ich jetzt mal. Ich höre wenig Rap im Moment. Ich höre eher jetzt, im Moment höre ich gerade eher so Metal und sowas. Die Richtung, so Rockmusik, so die Richtung gehe ich gerade. Oder halt so Ami-Kram. Aber meiner Meinung nach, so, die Jungs von Shiroshi Records kann man sich immer geben. So, das ist Pflicht. Pflicht, wer ihn nicht auf Spotify folgt. Pflicht, wer Shogun auf Spotify nicht folgt. Pflicht, wer generell Shiroshi Records nicht verfolgt, Bruder. Es ist Pflicht, Bruder. Aber, ey, geiler Beat. Ey, der Beat ist geisteskrank. Ich kann euch kurz sagen, was ich geschrieben habe dazu. Beat klingt auf jeden Fall sehr geil und der Einstieg sehr strong. Hab ich ihm geschrieben. Irgendwann um 22 Uhr. So, gehen wir weiter rein da. Seht ihr die Welt an, alle streben nach Macht oder Ruhm. Sehen ihr Leben noch schlechter, aber haben nichts mit dir zu tun. Alle voller Hass, jeder nur noch Neid. Diese Welt steckt voller Leid, vielleicht ist es Profe. Ich laufe alleine, durch die Straßen, da verlassen Stadt. Fall zwar kein Bravos, doch ficke die Szene ohne Akzeptanz. Was für Deutschrap Masterplan, wohl eher Deutschrap Massengrab, geht es heute. Was für Deutschrap Masterplan, eher Deutschrap Massengrab, okay. Geil. Geile Line auf jeden Fall. Mich auf Kind noch ein Jahr nach dem Tat. Ist doch einfach true, ne, wenn man überlegt. Im Moment, eher Deutschrap ist tot, Bruder. Alles nur noch Schlager gefühlt. Diese Welt ist so am Arsch, sie ersetzen gute Freundschaft gegen Geld, Drogen und Gras. Gib ihr ein Handshake und das war's. Kein Weg bin doch kein Star. Doch überholen sie mich von rechts, ja dann drück ich nur aufs Gas. Ganz egal, was Leute über dich erzählen. Mach so weiter und hoffe, dass sie es verstehen. Alter, was? Was ist das für eine geile Stimmlage schon wieder? All die Heuchler stehen, die sonst nur im Weg. Nur im Weg. Sieh dir die Welt an, alle streben nach Macht oder Ruhm. Sehen ihr Leben noch schlechter, aber haben nichts mit dir zu tun. Alle voller Hass, jeder nur noch Neid. Diese Welt steckt voller Leid, vielleicht ist es prophezeit. Sieh dir die Welt an, alle streben nach Macht oder Ruhm. Ey, Digga, what the fuck, man?
Ey, ihr müsst euch diesen Song einfach geben, ja. Gönnt euch den Song. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich pack euch auch das Visualizer-Video, was auch noch von dem Song existiert. Es kam nämlich auch heute, glaube ich, in der Nacht kam das. Das packe ich euch auch damit unten rein. Und ja, ey, gönnt euch den Song. No joke, gönnt euch das. Gönnt euch das Ding. Streamt das Ding hoch und runter. Ja? Lasst mal versuchen. Warte, wir schauen gleich was nach, okay? Wir schauen gleich was nach. Nehmen noch schlechte, aber haben nichts mit dir zu tun. Alle voller Hass, jeder nur noch Neid. Diese Welt steckt voller Leid, vielleicht ist es Profe. Boah, einer war da ein Beatswitch mit drinne. Und alle voller Hass, jeder nur noch Neid. Diese Welt steckt voller Leid, vielleicht ist es Profe. Boah, Alter. Okay, kein Beat-Switch, aber eine Verlangsamung vom Beat auf jeden Fall. Also eine leichte auf jeden Fall. Ey, geil. Geil. Zu geil. Zu geil, Digga. Was zum Teufel? Wo kommt jetzt Dropware her? So, warte, lass mich mal was nachgucken. Ich will mal was nachgucken. Mich würde jetzt mal interessieren, was bei ihm eigentlich so was bei ihm gerade so das beliebteste ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was hatten hier jetzt? 1499, 1700, okay, auf Takeover 2. Gut, Takeover 2 war auch geisteskrank. 3000 auf Thunderstorm, 10.000 oder Mbappé, tschüss. Ey, der Bruder zieht durch auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, auf Hass oder Ruhm über 10.500 oder so über 10.600 kann ich mir gut vorstellen. In, weiß ich nicht, 2-3 Monaten vielleicht so. Thunderstorm ist auch geiles Lied, Digga. Gönnt euch das auch unbedingt. Ja. Ey, gönnt euch. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist erstens der Song auf Spotify verlinkt. So wie der Visualizer bzw. das Visualizer Video von Hass oder Ruhm. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.